Der Orientzyklus. Hörspiel in 12 Teile. Nach der gleichnamigen Reiseerzählung von Karl May. Teil 5. Ich erwachte nicht von selbst aus einem tiefen Schlafe. Es dauerte eine geraume Zeit, bis es mir gelang, mich auf das Vorgefallene zu besinnen. Emir, wach auf, schnell! Erst nach und nach brachte ich aus ihm heraus, dass der Mütteselim die Flucht Ahmad al-Randurs entdeckt habe und nun in fürchterlicher Wut sei. Der geängstigte Selim Aha bat mich inständig, mit ihm in das Gefängnis zu gehen und den Mütteselim zu beschwichtigen. In kurzer Zeit befanden wir uns auf dem Wege. Unter der Gefängnistüre wartete der Mütteselim auf den Aha. Unglücklicher! Was hast du getan? Du hast nicht aufgepasst! Wie sollte ich aufpassen, Effendi? Ich hatte ja keinen Schlüssel. Kein Schlüssel? Nein! Keine! Ja, das ist wahr. Das ist auch dein Glück, sonst wäre dir sehr Übles widerfahren. So war ich der Erste, der diese Tür geöffnet hat. Ja, Effendi. Wir werden alles durchsuchen! Es begann jetzt ein sehr sorgfältiges Durchsuchen des Gefängnisses, welches wohl mehr als eine Stunde dauerte. Eben wollten wir das Gefängnis verlassen, als Selim Aha mit einem Haufen Kleiderfetzen erschien. Meine Männer fanden diese Stücke draußen über dem Abgrund hängen. Effendi, das ist von dem Überkleider des Gefangenen. Ich kenne es genau. Er ist hinuntergestürzt. Und sicher tot. Aber wann ist er entkommen? Diese Frage blieb natürlich unbeantwortet, so sehr sich der Kommandant während einiger Stunden auch Mühe gab, dem Geheimnisse auf die Spur zu kommen. Er wütete und tobte gegen einen jeden, der ihm nahe kam. Und so war es kein Wunder, wenn ich seine Nähe mied. Die Zeit wurde mir trotzdem nicht lang, denn ich hatte genug zu tun. Zunächst wurde ein Pferd für Ahmad al-Randur eingekauft. Und dann ging ich zu meiner Patientin, die ich bis jetzt vernachlässigt hatte. Ich fand die Kranke aufrecht sitzend. Ihre Wangen waren bereits wieder leicht gerötet und ihre Augen frei von allen Spuren des Unfalls. An ihrem Lager standen die Mutter und die Urahne. Diese letztere befand sich in Reisekleidern. Wie lange bleibst du in Ahmadiyya? Nicht lange mehr. Und wohin gehst du? Das soll niemand wissen, denn es wird vielleicht Gründe geben, es zu verschweigen. Euch aber kann ich sagen, dass ich nach Sonnenaufgang reiten werde. So gehst du nach derselben Gegend, nach welcher auch ich abreise. Herr, ein Geheimnis will ich dir verraten. Kommst du in Not und Gefahr, so sage dem Ersten, der dir begegnet, dass dich der Ruh Ikulian beschützen wird. Der Ruh Ikulian, der Geist der Höhle. Sage nur, dass ich dir von ihm erzählt habe. Dann wird man dir den Ort sagen, wo er zu finden ist. Mein Name ist bekannt im ganzen Lande von Tiari. Ja, wie lautet dein Name? Mara Durima. Ich verabschiedete mich und ging nach Hause. Dort merkte ich, dass es ungewöhnlich laut in der Küche herging. Worüber seid ihr so ergriffen? Über diese 50 Piaster! Es ist Frau Mütteselim für die Gefangennehmung des Makretsch. Effendi, du weißt, wie viel Geld dieser bei sich hatte? Ich schätze es auf ungefähr 24.000 Piaster. Hast du das Verzeichnis, welches der Mütteselim nach Mussol schicken muss, unterschrieben? Ja. Ja, und was stand da? Er hat 400 Piaster in Gold und 81 Piaster in Silber angegeben. Weiter nichts. Die Uhr und die Ringe auch nicht. Ich werde mit dem Mütteselim sprechen. Ist der Bashtau schon fort? Nein, Effendi. Es war soeben auch ein Bote des Mütteselim da, Effendi. Er lässt uns sagen, dass wir sofort zu ihm kommen sollen. War es in Frieden? Oder war es in Feindseligkeit, dass er mich kommen ließ? Ich beschloss, mich auf Letzteres vorzubereiten. Die beiden Revolver waren geladen. Emir, ich danke dir, dass du gekommen bist. Mütteselim, ich bin dein Freund. Ich führte den Makretsch, dessen Festnehmung dir Ehre und Beförderung in Aussicht stellt, in deine Hände. Ich gab dir Arznei, um deine Seele zu erfreuen. Was kann ich noch für dich tun? Draußen steht der Bashtausch, der nach Mussol gehen soll. Sage mir, was ich dem Anadoli Kassiaskeri über den entsprungenen Gefangenen schreiben soll. Denkst du, dass ich schreiben könnte, er sei gestorben? Das ist deine Sache. Würdest du mich verraten? Ich habe keinen Grund dazu, solange du mein Freund bist.
Hast du schon das Verzeichnis von den Sachen fertig, welche der Makretsch bei sich hat? Ja, es ist fertig. Und von mir und dem Selim A. unterzeichnet. Und du hast eine Unterschrift vergessen, Mütter Selim. Hä? Ja, man könnte mich in Mosul oder Stambul über diese Sache befragen. So wird es besser sein, ich unterzeichne mich jetzt. Es ist schon verschlossen. Das macht nichts. Ich unterschreibe auf der Rückseite. Ich hole es selbst. Der Mütterselim ging und kehrte alsbald zurück und hielt ein versiegeltes Schreiben in der Hand. Ich nahm es, um mich zu überzeugen, dass es auch das Rechte sei. Ich drückte die langen Bauchseiten zusammen, sodass sich eine Röhre bildete, in deren Inneres ich blicken konnte. Ich sah nur wenige einzelne Wörter, gleichwohl aber tat ich, als ob ich alles sähe. Mütterselim, du wirst dieses Schreiben öffnen müssen, du hast dich sehr verschrieben. Herr, diese Angelegenheit ist nicht die deinige, sondern die meinige. Gut. Aber du versprachst mir 5.000 Piaster, auf welche noch 2.000 zu legen sind, weil das Papiergeld keinen vollen Wert besitzt. Wo ist diese Summe? Du hast ja gar nichts zu bekommen. Also gut. Ich trete meinen Teil an den Padischah ab. Sage also dem Bastausch, dass er nach meiner Wohnung kommen soll, ehe er abreist. Ich werde ihm meinen Bericht an den Anadoli Kasi Askeri mitgeben. Leb wohl, Mütterselim. Wie viel Geld wirst du angeben? 25.000 Piaster. Eine Uhr und 4 Brillantringe. Wie viel willst du davon haben? 2.000 in Gold. Und das ist mein letztes Wort. Ach, Allah, Kerim. Ich kann es nicht. Lebe wohl. Ich ging nach der Türe. Also 2.000 willst du haben? In Gold. Er setzte sich nieder, entnahm der Tasche seiner weiten Hose einen ledernen Beutel und zählte mir 200 Piasterstücke auf den Teppich. Ich rate dir, noch heute die Stadt zu verlassen. Du hast dein Gold. Nun geh, aber komm ja nicht wieder. Mütter Selim, spiele keine Komödie mit mir. Sonst lege ich dir die Piaster wieder her und schreibe einen Bericht. Aber um dir deine Sorge vom Herzen zu nehmen, will ich dir sagen, dass ich noch heute abreise. Jetzt verließ ich ihn und kehrte zu den Gefährten zurück. Die drei saßen kampfgerüstet in der Stube des Engländers beisammen. Ich berichtete ihnen, was vorgefallen war und gab Halef den Auftrag, die Pferde zu satteln. In meiner Stube erwarteten mich Selim Aha und Mercy Nah. Effendi, wohin geht ihr? Es braucht der Mythe Selim nicht zu erfahren, Selim Aha. Wir reiten nach Komri. Du fürchtest dich doch nicht vor dem Mythe Selim. Herr, hast du ihm doch 2000 Piaster abgezwungen? Selim Aha, ich musste ja so tun, als ob es für mich wäre. So tun? So tun? Wenn ich für den Aha Geld gefordert hätte, so wäre der Mythe Selim sein Feind geworden. Nach deiner Abreise hätten wir das Geld wieder hergeben müssen. So dachte ich auch. Und daher tat ich, als ob ich das Geld für mich verlangte. Oh. Komm her, Selim. Ah. Hier ist es. Ich zählte ihm die volle Summe in die Hand. Er wollte die Hand schnell schließen, tat es aber doch zu spät. Denn Mercenar hatte ihm mit einem sehr geschickten Griff sämtliche 100 Piasterstücke weggestrichen. Jetzt kam das Schlimmste. Der Abschied. Der Aha ging von Pferd zu Pferd und nestelte an Riemen und Schnallen herum, welche ganz in Ordnung waren. Dabei rollte er die Augen so fürchterlich, wie ich es selbst bei ihm noch niemals gesehen hatte. Die Spitzen seines Schnurrbartes gingen auf und nieder wie Waagebalken. Und hier und da fuhr er sich mit der Hand nach dem Halse, als ob es ihn dort würge. Allah sei bei dir, immer da. Der Aha nahm die Gelegenheit, dass ich eben zu Pferde steigen wollte, wahr, um mir den Steigbügel zu halten. Jetzt zog es über sein Gesicht wie Sonnenblick und Wolkenschatten über ein wogendes Fell. Dann öffnete er den Mund, aber da stürzte ihm plötzlich die so lange zurückgehaltene Flut aus den Augen. Er reichte mir die Hand, ich nahm und drückte sie, selbst tief gerührt. Und dann zog er sich eilig in den Flur zurück. Das hatte Mercina abgewartet. Sie trat hervor wie die Sonne aus der Morgenröte. Effendi. Mercina, hier, nimm meine Hand. Ich danke dir für alles. Lebe wohl, stirb nie und denke an mich, so oft du die lieblichen Zwiebeln schälest, deren Schalen zu verspeisen dir eine Wollust ist. Lebe wohl, du bist der Großmütigste. Mehr hörte ich nicht. Ich ritt schnell davon, gefolgt von meinem Hunde. Die Gefährten waren eben erst zum Tore hinaus, als ich sie einholte. Wir erreichten die kleine Lichtung mit der hohlen Eiche, in der wir für Ahmad das Versteck hergerichtet hatten. Ahmad kletterte herunter und wir verweilten keinen Augenblick, da es uns allen darauf ankam, noch heute eine gute Strecke Weges zwischen uns und Ahmadiyya zu legen. Das Tal von Berberi wird bewohnt teils von Berberi-Kurden, teils von nestorianischen Christen. Doch sind die Dörfer der letzteren meist verlassen.
Cala Cum Re, das auf einem isolierten Felsen liegt, ist eigentlich nur ein schwaches, aus Lehm erbautes Fort. Es wird aber von den Kurden für eine sehr starke Festung gehalten. Als wir durch das enge Tor des Ortes ritten, konnte ich mich eines Grauens nicht erwehren, bei dem Anblick der Residenz des berüchtigten Abdel Sumit Bey, der in Verbindung mit Bedachan Bey und Nurala Bey die christlichen Bewohner von Tiari zu Tausenden hingemordet hatte. Der Ort sah sehr kriegerisch aus. Die engen Gassen waren von bewaffneten Kurden so belebt, dass die Mehrzahl dieser Leute wohl nicht zu den Bewohnern von Cum Re gehören konnte. Wir erkundigten uns nach dem Bey und man führte uns vor ein langes, unscheinbares Gebäude, dessen Ausdehnung allein verriet, dass es die Wohnung eines Anführers sei. Wir fanden den Bey in einem großen Empfangsraume, bis zu dessen Türe er uns entgegenkam. Der Bey machte nicht den Eindruck eines halbwilden Anführers von Räubern und Pferdedieben. Seine Züge waren bei aller Männlichkeit doch weich und sanft. Sei mir willkommen, Emil. Du bist mein Bruder und deine Gefährten sind meine Freunde. Wir nahmen Platz, während die anderen stehen blieben. Bey, befiehl deinen Leuten, dass sie sich setzen. Sie sind nicht Türken und Perser, sondern freie Kurden, die nur zum Gruße sich zu erheben brauchen. Ron der Kersch, ich sehe, dass du ein Mann bist, welcher die Kurden kennt und ehrt. Ich werde ihnen erlauben, sich niederzulassen. Er gab ihnen ein Zeichen und die Blicke, welche sie sich beim Niedersetzen zuwarfen, sagten mir, dass sie meine Höflichkeit anerkannten. Dieser Mann ist Mohammed Emin, der Sheikh der Hadidin. Und dieser ist Ahmad al-Randur, sein Sohn. Wer ist dieser andere? Mein Diener, Haji Halef Omar. Und dieser? Sir David Lindsay, mein Freund. Ein Mann aus dem Abendlande. Ahmad al-Randur war in Ahmadiyya gefangen. Wir haben uns vereinigt und ihn aus dem Kerker herausgeholt. Jetzt entstand ein vollständiges Redegewirr von kurdischen Erklärungen, türkischen Ausrufungen und arabischen Begrüßungen. Es kam alles zur Sprache, was die Kurden von den Hadedin gehört hatten. Auch ihr Kampf im Tale der Stufen. Ich musste dabei den Dolmetscher machen, gestehe aber gern, dass mir bei dieser Arbeit der Schweiß in hellen Tropfen von der Stirne floss. Ich hörte, du warst bei dem Vater meines Weibes in Spindar. Das führt deinen Weg zu mir. Ich war sein Gast und wurde sein Freund. Er hat mir ein Paket für dich mitgegeben. Ich übergab das Paket, er nahm es entgegen und reichte es an einen seiner Männer weiter, der es gleich fortbrachte. Allah hat Wohlgefallen an dir, denn er lässt dich überall Freunde finden. Darf ich etwas fragen? Wie kommen all diese Fremden, die ich in den Gassen gesehen habe, nach Cum Re? Es sind meist Bluträcher, welche hier zusammenkommen, um sich gegenseitig auszugleichen. Und Boten aus vielen Gegenden, in denen man einen Aufstand der Christen befürchtet. Die Christen in den Tiari-Bergen heulen wie die Hunde, welche man angekettet hat. Die Christen? Wir haben vernommen, dass sie in das Tal von Berwari einfallen wollen. Sie haben bereits einige Männer unseres Stammes getötet. Aber das Blut derselben wird sehr bald über sie kommen. Ich war heute in Mia, wo morgen eine Bärenjagd abgehalten werden soll, und fand das ganze untere Dorf verlassen. Wirst du uns erlauben, mitzugehen? Emir, der Bär ist ein gefährliches Tier. Du irrst. Der Bär, welcher die kurdischen Schluchten und Wälder bewohnt, ist ein sehr unschädliches Wild. Aber es gibt ein Land mit fürchterlich großen Bären, welche ein graues Fell besitzen. Das sind die stärksten und gefährlichsten. Und diesen hast du gesehen? Ich habe mit ihm gekämpft. So bist du Sieger geblieben, denn du lebst noch. Ihr sollt auch mit unseren Bären kämpfen. Am anderen Morgen weckte uns der Bey in eigener Person. Der Weg nach Mia führte durch mehrere kurdische Dörfer, welche von gut bewässerten Gärten umgeben waren. Wir verließen den Wald und kamen in eine Schlucht hinab, in welcher ein Bach floss, dessen Ufern wir zu folgen hatten. Der Bey ritt mit den beiden Hadedin bei den Führern an der Spitze des Zuges. Halef befand sich im dichtesten Haufen der Kurden, mit denen er sich mittels Gebärden zu unterhalten suchte. Und ich ritt mit dem Engländer hinterher. Wir waren im Gespräch über irgendeinen Gegenstand vertieft und merkten nicht, dass wir so weit zurückgeblieben waren, dass wir die Kurden nicht mehr sehen konnten. Da fiel ein Schuss vor uns. Oh, was ist das? Sind wir schon bei die Bären, Sir? Wohl nicht. Hier. Aber wer schießt? Wir werden es sehen. Kommt! Wir ritten so schnell wie möglich den Spuren nach, welche die anderen vor uns hinterlassen hatten. Hinter einem Wäldchen fanden wir ein getötetes Pferd, dem man Sattel und Zaum abgenommen hatte. Der spärliche Graswuchs und das niedrige Gestrüpp war zertreten. Auch das mit Blut bespritzte Gestein zeigte, dass hier ein Kampf stattgefunden habe. Kaum aber hatten wir 100 Schritte gemacht, so raschelte es in den Bäumen und Sträuchern der Talwand. Und wir sahen uns augenblicklich von einer Menge Gestalten umringt, die alle bewaffnet waren. An Gegenwehr war nicht zu denken. Wir wurden talabwärts geführt. Dujan, mein Hund, schritt, die Augen immer auf mich gerichtet, neben mir her. Er hatte keinen der Feinde angegriffen, weil ich mich ruhig verhalten hatte. An einem Bache lagerten wohl gegen 600 Krieger in vielen Gruppen beieinander, während ihre Pferde in der Umgebung weideten. Wir wurden zu der größten Gruppe geführt, in deren Mitte ein kräftig gebauter Mann saß, welcher unseren Begleitern zunickte. Meine Augen richteten sich von ihm ab und auf eine andere Gruppe.
Dort saßen der Bey von Kumri, Ahmad al-Randur und Halef nebst mehreren Kurden unbewaffnet und rings von Wächtern umgeben. Aber keiner von ihnen war gebunden. Sie hatten die Geistesgegenwart, sich bei unserem Anblick ruhig zu verhalten. Steigt ab. Kommt näher. Ich kenne dich. Bist du nicht der Mann, der mit den Hadedin gegen ihre Feinde kämpfte? Ich bin es. Bist du nicht der Mann, der Ahmad al-Randur aus dem Gefängnis von Ahmadiyya befreite? Das tat ich. Hast du nicht ein Mädchen in Ahmadiyya gesund gemacht, welches Gift gegessen hat? Ja, auch das weißt du? Ihre Ahne heißt Maradurima. Sie war bei mir und hat mir viel von dir erzählt, was sie mit den Ihrigen von deinem Diener erfahren hat, der dort sich unter den Gefangenen befindet. Sie wusste, dass du vielleicht in unsere Gegend kommen würdest. Und hat mich gebeten, dann dein Freund zu sein. Ich bin hier der Melek. Wie kannst du wissen, dass gerade ich dieser Mann bin? Hast du nicht gestern in Kumri von euch erzählt? Wir haben einen Freund dort, der uns alles berichtet. Darum wussten wir auch von der heutigen Jagd und dass du dabei sein würdest. Was wirst du nun tun? Ich werde dich mit nach Lisan nehmen, damit du mein Gast seist. Und meine Freunde? Dein Diener, der Scheik Mohammed Amin und Ahmad al-Randur werden frei sein. Aber der Bey? Er ist mein Gefangener. Unsere Versammlung wird über ihn beschließen. Werdet ihr ihn töten? Das ist möglich. So kann ich nicht mit dir gehen. Warum nicht? Ich bin der Gast des Bey. Sein Schicksal ist auch das meinige. Ich werde mit ihm kämpfen, mit ihm siegen oder unterliegen. Maradurima hat mir gesagt, dass du ein Emir bist. Also ein tapferer Krieger. Aber bedenke, dass die Tapferkeit sehr oft in das Verderben führt. Wenn sie nicht auch besonnen ist. Dein Gefährte hat nicht verstanden, was wir sprechen. Rede mit ihm. Und frage ihn, was du beschließen sollst. Diese Aufforderung kam mir ungemein erwünscht, denn sie gab mir Gelegenheit, mich mit dem Engländer zu verständigen. Was gibt es? Der Melek kennt uns. Wir sollen als seine Gastfreunde mit nach Lisan gehen. Well, very good. Aber dann handeln wir undankbar an den Bey. Er bleibt gefangen und wird vielleicht getötet. Vielleicht wäre es möglich, mit ihm von hier zu entkommen. Die Gefangenen sind nicht gefesselt. Jeder von ihnen bedarf nur ein Pferd. Wenn sie schnell aufspringen, sich auf die Gäule werfen, die ganz in ihrer Nähe grasen und augenblicklich forteilen, so könnte ich ihnen vielleicht den Rückzug decken, da ich Grund habe zu glauben, dass die Nestorianer nicht auf mich schießen werden. Brilliant, my friend. Aber wir schießen nicht, Sir. Nicht? Warum nicht? Das wäre undankbar gegen den Melek. Also seid ihr bereit? Sure. Ich drehte mich wieder zu dem Melek. Was habt ihr beschlossen? Wir bleiben dem Bey treu. Und ich sage dir aufrichtig, dass wir alles aufbieten werden, um ihn zu befreien. Ich hatte mich erhoben und Lindsay stand bereits bei seinem Pferde. Halef hatte ich einen Wink gegeben und dabei auf die in der Nähe grasenden Tiere und nach dem Ausgange des Tales zugenickt. Ich sah, dass Halef mich verstanden hatte, denn er flüsterte mit den anderen, die ihm zunickten, und sah dann bedeutungsvoll zu mir herüber. Melek, ich will dir etwas sagen. Blicke einmal hier das Tal hinauf. Er drehte sich um, so dass er den Gefangenen den Rücken zuwandte. Während du nach dieser Seite blickst, wird sich hinter deinem Rücken das begeben, was du für unmöglich hältst. Was meinst du? Ich antwortete ihm nicht sogleich. Wirklich waren in diesem Moment die Gefangenen auf und zu den Pferden gesprungen. Sie hatten dieselben bestiegen, noch ehe der erste Alarmruf erscholl. Auch der Engländer saß auf und folgte ihnen in der Weise, dass er eine Anzahl von Männern, die sich zur Verfolgung erhoben hatten, über den Haufen ging. Deine Gefangenen entfliehen. Ihnen nach! Er fuhr herum und sprang zu seinem Pferd. Es war ein kurdischer Falkenhengst von ausgezeichneter Bauart. Mit diesem Tiere wären die Flüchtlinge sehr bald eingeholt gewesen. Ich musste das verhindern, sprang ihm nach und zog den Dolch. Eben wollte er zum Zügel greifen, als ich das Tier in den hinteren Oberschenkel stach und ihm einen derben Schlag versetzte. Es schlug wiehernd mit allen Vieren aus und sprang davon. Ich schleuderte ihn zurück, war mit einigen Sprüngen bei meinem Rappen, schwang mich hinauf und sauste davon. Die Nestorianer sprangen auf ihre Pferde und jagten hinter mir her. Ich hielt an und legte das Gewehr an den Bank. Haltet an! Ich schieße! Sie hörten nicht. Ich drückte also zweimal ab und schoss die beiden ersten Pferde nieder. Die anderen Reiter stutzten und blieben halten. Aber die hinteren drängten und so gab ich noch drei Schüsse. Der dadurch verursachte Aufenthalt hatte aber doch den Flüchtigen Zeit gegeben, uns aus dem Gesichte zu kommen. Jetzt wandte ich mein Pferd und flog. Es kam alles auf die Schnelligkeit des Rappen. Ich legte ihm die Hand zwischen die Ohren. Da bog er sich lang und flog dahin, als sei er von einer Sehne geschnellt. In einer Minute konnte mich der Melek mit keinem Gewehr mehr erreichen. Ich kam zu den meinigen vor der zweiten Krümmung des Tals. Reitet schneller!
Nur kurze Zeit, noch schneller! Ich werde den Melek irre führen! Heute Abend treffen wir uns in Kumri! Bald waren sie hinter einer neuen Krümmung verschwunden. Der Windhund erreichte mich wieder und bald erschienen auch die Verfolger. Ich ritt in die Schlucht hinein und auf schmalem Wege immer steiler hinauf. Am beschwerlichsten war der obere Teil der Schlucht, wo es eine ziemliche Steilung zu überwinden gab, die aus losem Gestein bestand, welches unter den Hufen des Pferdes nachgab. Da aber krachte hinter mir auch schon ein Schuss des Melek. Glücklicherweise traf er nicht. Die Terrainverhältnisse wurden immer schwieriger. Zu meiner Rechten stieg der Fels steil in die Höhe und zu meiner Linken fiel er beinahe lotrecht zur Tiefe hinab. Und dabei wurde der Pfad immer schmaler. Wir blickten Ross und Reiter in eine Tiefe von mehreren hundert Fuß hinab. Reh blieb stehen. Ich befand mich in einer geradezu schauderhaften Lage. Vorwärts konnte ich nicht, umwenden auch nicht. Und da hinten sah ich den Melek an der Felsenkante lehnen. Er war abgestiegen und mir zu Fuße gefolgt. Ich beschloss, alles zu wagen. Der Melek erhob sein Gewehr. Ich drehte mich also im Sattel um und legte die Büchse an. Geh fort! Sonst bin ich es, euch erschießt! So weit her, trefft niemand! Ich schwenkte die Büchse noch einmal weit in die Luft und ließ den Hahn laut knacken, damit der Rappe vorbereitet sei. Dann zielte ich, drückte ab und wandte mich sofort wieder um. Hinter mir aber erscholl ein Ruf und als ich mich wieder umdrehte, war der Melek verschwunden. Schon fürchtete ich, ihn erschossen zu haben, aber ich bemerkte bald, dass er sich nur in sichere Entfernung zurückgezogen hatte. Ich lud den abgeschossenen Lauf wieder und ließ dann das Pferd rückwärts gehen. Der Hund verhielt sich während dieser Zeit außerordentlich still. Endlich erreichten wir eine Ruhestelle. Sie war vielleicht 5 Ellen lang und 4 Fuß breit. Sollte ich es wagen? Ich drängte den Ratten hart an den Felsen hinan, damit er rückwärts die Platte überblicken könne. Dann, gnädiger Gott hilf, gab ich dem Tiere die Schenkel, zog es empor und riss es herum. Einen Augenblick schwebten seine Vorderhufe über der Tiefe. Dann fassten sie festen Fuß. Die gefährliche Wendung war geglückt. Aber das Tier zitterte am ganzen Leib und es dauerte einige Zeit, ehe ich es ohne Besorgnis weitergehen lassen konnte. In geringer Entfernung vor mir stand der Melek mit vielleicht 20 seiner Leute. Alle hatten die Gewehre angelegt. Halt! Hier wäre Widerstand ein Frevel gewesen. Emir! Du hast mein Leben geschont. Ich möchte dich auch nicht töten. Willst du uns freiwillig nach Lisan folgen? Ja. Ich bin dein Freund. Und ich der Deinige. Aber dennoch musst du mein Gefangener sein, denn du hast als Feind an mir gehandelt. Wenn du mir versprichst, mich zu fliehen, so kannst du als mein Gast bei mir wohnen. Wir machten denselben Weg wieder zurück, den wir gekommen waren. Da, wo ich aus dem Haupttale in die Seitenschlucht eingelenkt hatte, hielten einige Reiter. Wie ging es? Wir haben nicht alle wieder. Wen habt ihr? Den Weg, den jungen Hadidin, den Diener dieses Jody, seinen Freund und Glockenverkunden. Als wir den Lagerplatz erreichten, saßen die Gefangenen bereits wieder an ihrem vorigen Platze, waren aber jetzt gebunden. Zwischen mir und dem Benebst Halef und Ahmad al-Randur gab es viel zu erzählen. Der Erstere hoffte, dass Mohammed Emin nach Kumri geeilt sei, um Hilfe zu holen. Es ging so schnell vorwärts, dass wir noch vor Einbruch der Nacht den Weiler erreichten, in welchem der Bruder des Melek wohnte. Hast du den großen Helden wieder gefangen? Der so tapfer ist, dass er am liebsten flüchtet. Wie kannst du es wagen, ehrliche Leute zu beschimpfen? Noch ein Wort, so schlage ich dich zu Boden. Versuche doch einmal. Da erhob er die Faust. Aber noch ehe er zu schlagen vermochte, lag er am Boden, ohne dass ich ihn angerührt hatte. Mein Hund war jeder seiner Bewegungen gefolgt und hatte ihn niedergerissen. Er stand über ihm und legte seine Zähne so fühlbar an die Gurgel des Mannes, dass dieser weder einen Laut noch eine Bewegung wagte. Rufe den Hund zurück, sonst steche ich ihn nieder. Ehe du das Messer erhebst, ist dein Bruder zerrissen und du liegst an seiner Stelle an der Erde. Auf ein Wort von mir liest du Jan von dem Chaldäer ab. Sollte einer von euch zu entfliehen versuchen, so lasse ich ihn erschießen. Holy Mary, wer war der Halunke? Sidi. Kommt es zum Kampf? Ich glaube es nicht. Und wenn auch. Wir fürchten uns nicht. Ihr werdet uns sofort eure Gewehre geben! Glaubst du wirklich, dass wir euch fürchten müssen? Wer die Hand gegen einen Emir aus Germanistan erhebt, der hebt sie doch nur gegen sich selbst. Wisse nicht, ich bin dein Gefangener, sondern du bist der Meinige. Bei diesen Worten fasste ich ihn mit der Linken beim Genick und drückte ihm den Hals so fest zusammen, dass ihm sofort die Arme schlaff herniederhingen. Und zugleich bildeten die Gefährten mit nach auswärts gerichteten, schussfertigen Waffen einen Kreis um mich. Und ich ließ den Melek los. Du bist ein gefährlicher Mensch. Du irrst. Ich bin ein friedfertiger Mensch, aber ein gefährlicher Feind. Ihr sollt meine Gäste sein. Auch der Bey. Auch er. Er stand auf und kehrte in das Haus zurück. Dieser Mann war mir nicht mehr gefährlich. Und auch den Mienen der anderen sah man es an, dass unser Verhalten nicht ohne tiefen Eindruck geblieben sei. Dem Mutigen gehört die Welt und Kurdistan gehört ja auch zu derselben. Die Nacht verging ohne jede Störung und am Morgen brachen wir auf und gelangten bald an den Ort unserer Bestimmung. Die elenden Häuser und Hütten, aus denen Lisan besteht, liegen zu beiden Seiten des Saab, der hier sehr reißend ist.
Und die Brücke, die ihn überspannt, ist aus rohem Flechtwerk gefertigt und mittels großer, schwerer Steine über einige Pfeiler befestigt. Das Haus des Melek, wo wir absteigen wollten, lag auf dem linken Ufer des Saar. Es war ganz nach kurdischer Art, aber halb in das Wasser des Flusses hineingebaut, wo der kühlende und stärkere Luftzug die Mücken verscheuchte, an denen diese Gegenden leiden. Der Raum, den man uns zuwies, war groß und nach allen Seiten offen. Eine Frau trat in den Raum, die Gestalt vom Alter weit vorn übergebeugt. Du bist wirklich so, wie du mir beschrieben wurdest. Wie ist dies möglich? Mara Durima erzählte mir von dir. Sie hat mich besucht, als sie von Ahmadiyya kam. Sie hat mir von dir erzählt. Der Bey von Kumri. Welcher ist das? Der Mann dort. Er hört und versteht dann jedes deiner Worte. Die anderen aber reden nicht die Sprache deines Landes. Er mag hören und verstehen, was ich sage. Hast du gehört von Bedarkan Bey? Von Senek Bey? Von Orala Bey? Und von Abd el-Samit Bey? Den vier Mördern der Christen? Sie fielen von allen Seiten über uns her, diese kurdischen Ungeheuer. Sie zerstörten unsere Häuser, vernichteten unsere Ernten, entweihten unsere Gotteshäuser, mordeten unsere Männer und Jünglinge, zerfleischten unsere Knaben und Mädchen und hetzten unsere Frauen und Jungfrauen, bis sie sterbend niederstürzten. Die Wasser des Flusses waren gefärbt von dem Blute der unschuldigen Opfer. Ein einziger, fürchterlicher Schrei tönte durch das ganze Land. Es war der Todesschrei von vielen tausend Christen. Und nun sitzt der Sohn eines dieser Ungeheuer hier im Hause des Melek von Lisa. Glaubst du, dass er Gnade finden wird? Das steht in Gottes Hand. Sie erhob sich mit mir und hing sich an meinen Arm. Wir verließen das luftige Gemach und stiegen die Treppe nieder, die in das untere Geschoss führte. Hier trennte sich die Alte von mir und ich trat hinaus auf den freien Raum vor dem Hause, wo eine große Anzahl der Chaldäer versammelt war. Ein Mann stand unter ihnen, dessen Gestalt sofort in die Augen fallen musste. Er war von einem wirklich riesigen Körperbau. Wen suchst du? Er hat keine Zeit für dich. Gehe wieder hinauf. Befiehl deinen Knechten den Mann, dem du nichts zu gebieten hast. Ich bin Nidjir Bey, der Reis von Schott. Wirst du gehorchen und wieder nach oben gehen? Knabe, mache dich nicht lächerlich. Knabe. Er schlug nach meinem Kopf. Ich parierte mit dem linken Arme den Hieb und ließ dann meine rechte Faust mit solcher Gewalt an seine Schläfe sausen, dass ich glaubte, sämtliche Finger seien mir zerbrochen. Er stürzte lautlos zusammen und lag steif wie ein Klotz. Judy, was hast du getan? Dieser Mann schlug nach mir. Sage ihm, er soll es ja nicht wieder tun. Sonst werden seine Töchter weinen, seine Söhne klagen und seine Freunde trauern. Ist er tot? Nein, nur ohnmächtig. Beim nächsten Mal aber wird er tot sein. Beim nächsten Male wird er dich töten. Er gab Anweisung, den Riesen fortzutragen. Es waren dazu vier Männer notwendig. Und während dies noch geschah, sprengten zwei Reiter im Galopp auf uns zu. Kommen! Wir haben bereits die Berge überschritten! Und kommt mit das Tal hernieder! Wie viele sind hier? Viele Hunderte! Sofort herrschte eine außerordentliche Aufregung. Aber ein planvolles Handeln gab es nicht. Ich stieg in unseren Raum hinauf, um die Gefährten zu instruieren. Was ist? Die Kurden von Kumri kommen, um uns zu befreien. Sehr gut. Hier ist Brave Boys, meine Flinte her. Ich werde mit reinschlagen. Well. Also, der wird halt. Wo wollt ihr hin? Hinaus, um zu unterhandeln und die Sache vielleicht im Guten beilegen zu helfen. Darf ich nicht mit? Nein. Halle, ja, Sidi. Ich überantworte dir mein Pferd. Ich möchte das Leben dieses wertvollen Tieres nicht in Gefahr. Nimm das meinige. Es wird leichter zu ersetzen. Judy, du wirst nichts ohne meinen Willen tun? Nein, Bay. Ich werde entweder selbst kommen oder dich holen lassen. Damit nahm ich meine Waffen, stieg hinab und sprang in den Sattel. Der Platz vor dem Hause war leer geworden. Nur der Melek wartete auf mich. Es gibt nur einen Weg, den du jetzt einschlagen kannst. Du unterhandelst mit ihm. Durch mich. Ich ritt los und befand mich bald ganz allein, da auch Dujan bei Halef zurückgeblieben war. Ich war aber noch gar nicht weit gekommen, als ich recht wohl bemerkte, dass mehrere Gestalten herbeikamen, die aber hinter den Bäumen verborgen bleiben wollten. Es waren Kurden, die zu denjenigen gehörten, die gestern dem Melek glücklich entkommen waren. Sie erkannten auch mich sogleich wieder und brachten mich zu ihrem Anführer. Bei ihm befand sich zu meiner großen Freude auch Mohammed Emin. Alhamdulillah! Preis sei Gott, der mir die Gnade gibt, dich wiederzusehen. Aber du bist entflohen, ohne dein Pferd mitzunehmen. Reh befindet sich in der Obhut von Haji Halef Omar. Du bist nicht entflohen? Nein. Ich komme als der Abgesandte des Bey von Kumri und des Melek von Lisan. Wo ist der Mann, der hier zu gebieten hat? Ich bin es,
Ich sah mir den Mann scharf an. Er saß auf einem stark knochigen, zottigen Pferde. Er war sehr lang und außerordentlich hager gebaut. Wer bist du? Es ist Kara Benemsi Emir, von dem ich dir erzählt habe. Ich habe mit dir zu sprechen. Schweig! Ich bin der General dieser Truppen. Und was ich sage, das hat ohne Widerrede zu geschehen. Ein Weib redet, ein Mann aber handelt. Er wandte sich ab und wollte fortreiten. Ich aber hielt sein Pferd am Zaumzeuge fest. Mensch, die Hand vom Pferde, sonst schlage ich! Ich bin hier anstelle des Bey von Kumri und habe zu befehlen. Du aber bist nichts als ein kleiner Kaya, ein türkischer Dorfschulze, der augenblicklich zu gehorchen hat. Steig ab! Ich spalte dir den Kopf in vier Teile! Mit einem raschen Ruck riss ich sein Pferd auf die Hinterbeine nieder und schlug dem Tiere dann den Fuß mit solcher Gewalt an den Bauch, dass es erschrocken wieder emporprallte. Diese beiden Bewegungen folgten so schnell aufeinander, dass der Kaya augenblicklich abgeschleudert wurde. Ehe er sich erheben konnte, hatte ich ihm die Flinte und das Messer entrissen und erwartete seinen Angriff. Ich zermalme dich! Ich hob nur den Fuß bis zur Gegend seiner Magengrube, ein Tritt und er überschlug sich rückwärts zur Erde nieder. Ich bin gewohnt, mir Gehör zu verschaffen. Das merke dir, Kaya! Herr, ich werde tun, was du verlangst. Aber glaube nicht, dass wir von einem Fremden einen schlechten Rat annehmen werden. Er gab die nötigen Befehle und nun kam reges Leben in die Leute. Dabei hatte ich Zeit, einige Worte mit Mohammed Emin zu sprechen. Sidi, ich danke dir, dass du diesem Kaya gezeigt hast, dass wir Männer sind. Dieser Kaya muss ein berüchtigter Dieb und Räuber sein, weil sie solchen Respekt vor ihm haben. Nun, du siehst, dass sie mich nicht weniger achten, obgleich ich kein Dieb und Räuber bin. Wenn er mich beleidigt, schlage ich ihm ins Gesicht. Das ist das ganze Geheimnis der Scheu, die sie vor mir haben. Und das merke dir, Mohammed Emin. Nicht die Faust allein tut es, sondern wer einen guten, fruchtbaren Hieb austeilen will, bei dem muss zugleich auch der Blick des Auges und der Ton der Stimme ein Schlag sein, der den Gegner niederstreckt. Wir gelangten nun zu der Verhandlung. Rundum waren die Pferde angebunden. Etwa 20 martialische Krieger saßen mit dem Aha in der Mitte des Platzes. Es war ein malerischer Anblick, den diese sonderbar gekleideten Kurden mit ihren so verschieden aufgeschirrten Tieren boten. Herr, wir sind bereit zu hören, was du uns zu sagen hast. Ich sprach nun zu ihnen, als stünde der Bey und der Melek zugleich vor ihnen. Ich sprach von den Gräueln, die sie den Christen angetan hatten und dass diese nun ein ebensolches Recht auf Rache einforderten. Aus welchem Grunde hat der Melek dich überhaupt unter den Schutz seines Hauses genommen? Wer hat dich ihm, dem Melek von Lisan, empfohlen? Mara Durima. Mara Durima? Wo hast du sie getroffen? In Ahmadiyya. Und als du der Alten sagtest, dass du nach Kumri und Lisan gehen würdest, hat sie dich da gewarnt? Vielleicht hat sie dir ein Wort gesagt, welches ich dir nicht nennen darf. Sie sagte, wenn ich in Gefahr komme, so solle ich nach dem Ruch-i-Kulyan fragen. Kaum hatte ich dieses Wort genannt, so stand der Sprecher, welcher sich erst mir so feindselig gesinnt gezeigt hatte, vor mir und reichte mir die Hand entgegen. Emir, das habe ich nicht gewusst. Verzeih mir, wem Mara Durima dieses Wort gesagt hat, dem darf kein Leid geschehen. Und nun wird deine Rede vor unseren Ohren Achtung finden. Tritt zurück. Wir werden jetzt beraten, nachdem wir alles gehört haben, was ich wissen wollte. Endlich war der Kriegerrat zu einem Entschluss gekommen und ich wurde wieder herbeigerufen. Was soll ich dem Melek sagen? Dass wir die Freiheit unseres Bey verlangen. Dann mag der Bey bestimmen, was geschehen soll. Er muss sofort ausgeliefert werden, mit seinen Begleitern. Und er soll hierher kommen. Dann hört, was ich euch noch zu sagen habe. Ehrlich habe ich gegen euch gehandelt und werde dies auch gegen den Melek tun. Ich werde ihn zu keinem Zugeständnis bereden, welches ihm Schaden bringt. Und vor allem merkt euch dies, dass der Bey sofort getötet wird, wenn ihr diesen Ort verlasst, ehe der Friede vollständig geschlossen ist. Ich stieg aufs Pferd, Mohammed Emin ebenso. Wir verließen den Platz und kein Kurde begleitete uns. Unsere Pferde gingen einen schnellen Schritt und wir hatten beinahe den Fluss erreicht, als ich zur Seite von uns ein verdächtiges Rascheln zu vernehmen glaubte. Sofort nach dem Doppelknall rannte das Pferd des Kadedin mit seinem Reiter durch die Büsche. Auf das meinige hatte man besser gezielt. Es brach augenblicklich zusammen. Ich stürzte mit und kam halb unter das Pferd zu liegen und verlor das Bewusstsein. Als ich mit schmerzendem Kopfe erwachte, lag ich an einen Pfahl angebunden auf der gestampften Erde eines kahlen, viereckigen, roh aufgemauerten Raumes, der das Innere eines Turmes zu sein schien. Vor mir, im Dämmerschein eines glimmenden Kienspans, hockte ein altes Weib und schlürfte mit den Fingern aus einem alten, zerbrochenen Scherben etwas, das wie halb aus Tischlerleim und halb aus Regenwürmern oder Blutegeln zu bestehen schien. Der Alten selbst entströmte eine Atmosphäre, welche aus den Gerüchen von Knoblauch, faulen Fischen, toten Ratten, Seifenwasser und verbranntem Hering sich zusammensetzte.
Gekleidet war diese schöne Bewohnerin des Saabtales in einen kurzen Rock, den man bei uns wohl kaum als Scheuerlappen hätte benutzen mögen. Der Rand desselben reichte nur wenig bis über die Knie herab und ließ ein paar gespenstische Gehwerkzeuge sehen, deren Aussehen vermuten ließ, dass sie bereits seit langen Jahren nicht mehr gewaschen worden seien. Du bist kein Kurde. Ich bin ein Christ aus dem fernen Abendlande. Ich bin über Mussol und Ahmadiyya in dieses Land gekommen. Über Ahmadiyya? Wann warst du dort? Vor kurzer Zeit. Hast du dort vielleicht einen Mann gesehen, der ein Emir und ein Hekim aus dem Abendlande war? Ich habe ihn gesehen. Er hat ein Mädchen gesund gemacht, welches Gift gegessen hatte. Ich bin der Mann, nach dem du fragst. Wen trafst du in dem Hause der Kranken, welche Gift gegessen hatte? Ich traf dort Mara Durima. Sie hat mir gesagt, wenn ich hier in Not kommen werde, so solle ich nach dem Rui Kulian fragen. Du bist, Herr. Du bist der Freund von Mara Durima. Ich werde dir helfen. Ich werde dich beschützen. Fort war sie. Dies war heute bereits zum dritten Male, dass ich die wunderbare Wirkung von dem Namen Mara Durima erlebte. Welche Macht besaß dieses geheimnisvolle Weib? Es dauerte eine Weile, dann hörte ich leises Geflüster und dann verdunkelte sich der Eingang. Das ist Inkscha, welche dich führen wird. Inkscha heißt Perle. Dieser Name war vielversprechend. Inkscha ist eine der Töchter von Nietzsche Bey. Er ist es, der dich hier gefangen hält. Die Tochter ist anders als der Vater, Herr. Sie ist der Liebling Mara Durimas. Und ich habe mit ihr gesprochen. Gleich der erste Blick auf die Eingetretene sagte mir, dass der Name Inkscha hier ganz an seinem Platze sei. Das Mädchen mochte 19 Jahre zählen, war hochgebaut und von so kräftigen Körperformen, dass sie ohne Bedenken die Frau eines Flügelmannes aus der alten preußischen Riesengarde hätte werden können. Dennoch war das Gesicht ein mädchenhaft weiches und hatte jetzt dem Fremden gegenüber sogar einen sehr bemerkbaren Anflug von Schüchternheit. Salam, Emir. Salam. Sie trat zu mir heran und löste meine Fesseln. Madana hat mir alles erzählt. Ich bin ein armes, geringes Mädchen, dessen Vater dich noch dazu tödlich beleidigt hat. Vielleicht verzeih ich ihm um deinetwillen. Nicht um meinet, sondern um meiner Mutter willen. Er ist nicht mein rechter Vater. Der erste Mann meiner Mutter ist gestorben. Ich werde dich zum Ruhi Kulian geleiten. Wann wird dies geschehen? Jetzt sofort. Gerade um Mitternacht muss man auf dem Berge sein. Er befindet sich in einer Höhle? Ja. Kennst du Mara Durima? Ich kenne sie, seit ich lebe. Woher stammt sie? Die meisten erzählen, dass sie eine Fürstin aus dem alten Geschlechte der Könige von Lisan sei. Das war ein mächtiges Geschlecht. Und ganz Tiari und Choma war ihm untertan. Da aber wandten sie sich dem Propheten von Medina zu. Und der Herr schüttelte die Wolken seines Zornes über sie aus. Sie wurden verstreut in alle Lande. Nur Mara Durima war ihrem Gott treu geblieben. Und er hat sie gesegnet. Mit einem hohen Alter, mit einem weisen Herzen und mit großen Reichtümern. Herr, es waren heute zwei Männer hier. Mit diesen habe ich gesprochen. Sie sollten niemand etwas sagen, aber sie haben mir doch genug verraten, was ich dir erzählen muss. Du glaubst, dass der Streit bis morgen Mittag ruhen soll? Ich hoffe es. Es gibt viele Leute, die dies nicht wünschen. Und diese Männer haben sich meinen Vater zum Anführer gewählt. Sie werden sich noch während der Nacht versammeln und dann am Morgen über die Bavari herfallen. Welche Unvorsichtigkeit. Dein Vater wird das ganze Tal unglücklich machen. Oh Gott, wenn du recht hättest. Wenn es heute oder morgen nicht gelingt, einen Frieden zustande zu bringen, so brechen noch viel schlimmere Zeiten über euch herein, als zur Zeit von Bodar Khan und Nurullah Bey. Oh. Es ist dann sehr wahrscheinlich, dass die Khaldani mit Weib und Kind vollständig ausgerottet werden. Oh Jesus, was sollen wir tun? Es kann uns vielleicht wirklich nur noch der Ruhi Kulian helfen. Lass uns jetzt gehen. Die Jungfrau schritt voran und ich folgte ihr. Indem wir einander gegenseitig stützten, kletterten wir Hand in Hand empor und gelangten schließlich in ein Gewirr von großen Steinblöcken, in dessen Hintergrunde sich eine dunkle Wand erhob. Dort ist es. Ich schritt vorwärts. Ich lauschte einige Augenblicke, hörte aber nicht das Mindeste und brannte dann eine der Kerzen an, die ich auf den Boden der Höhle niederstellte. Ruhi Kulian! Melde dich getrost. Ich werde dein Geheimnis nicht verraten. Emir, du bist es wirklich. Gehe noch vier Schritte vorwärts. Ich tat die Schritte, bog um einen großen Felsblock und sah im Scheine vieler brennender Lichte Mara Durima vor mir stehen. Eingehüllt in einen weiten Mantel
aus dem ihr wundersames Gesicht mir freundlich ernst entgegenblickte. Du darfst keinem Menschen sagen, wer der Geist der Höhle ist. Ich schweige. Ist es ein Wunsch, der dich zu mir führt? Wir setzten uns und ich erzählte ihr von dem furchtbaren Kriege, der zwischen den Vervari-Kurden und den Kaldani bevorstand. Meine Macht ist größer, als du denkst. Lass dich von Ingja führen, Herr. Und eile hinab nach Lisan. Der Melek, der B von Kumri und der Reis von Short sollen sogleich zum Ruch-Rikulian kommen. Werden sie gehorchen? Sie gehorchen. Sie müssen gehorchen. Glaube es mir. Vor der Höhle nahm ich das Mädchen bei der Hand. So stiegen wir bergab. Wir müssen uns trennen. Morgen sehen wir uns wieder. Gute Nacht. Herr, ich habe einen Wunsch. Sage ihn. Wirst du dich auch zuweilen an mich erinnern? Oft. Sehr oft. Scheint der Mond bei euch auch so wie bei uns? Ach, ganz so. Herr, blicke am Abend eines jeden Vollmondes zu ihm empor. Dann werden sich da oben unsere Augen treffen. Ich werde es tun. Und ich werde auch an anderen Abenden deiner gedenken, wenn der Mond am Himmel steht. So oft du ihn erblickst, so denke, dass er dir meine Grüße bringen soll. Und er dir die meinigen. Gute Nacht. Sie hatte meine Hand ergriffen und einen kaum fühlbaren Kuss darauf gehaucht. Dann eilte sie wie ein verscheuchtes Reh in das Dunkel der Nacht hinein. Ich stand eine volle Minute lang bewegungslos. Dann schlug ich den Weg nach Lisan ein. Lisan hatte sich während meiner Abwesenheit in ein Heerlager verwandelt. Dennoch erkannte man mich allenthalben. So gelangte ich zum Hause des Melek. Der erste, den ich erblickte, war Sir David Lindsay, welcher behaglich an der Mauer lehnte. Als er mich sah, tat der lange David einen herkulischen Sprung auf mich zu und fing mich in seinen geöffneten Armen auf. Master! Sir! Oh my goodness! Hooray! Welcome! Hail, hail, hail! Mach, drück mich nicht, Sir David. Andere Leute wollen auch noch etwas von mir übrig behalten. Where have you been? Selbst befreit. Your lucky day! Wunderbar! Oh yes, oh yes! Da bist du ja, Effendi. Allah und dem Propheten sei Dank. Nun sollst du erzählen. Die nun folgenden Ereignisse sind schnell berichtet. Sie waren alle versammelt. Der Melek, der Bey von Qumri und sogar der Netschir Bey. Ich berichtete, was der Rui Kulian mir für sie alle aufgetragen hatte. Und alle erklärten sich bereit, dem Geist der Höhle unverzüglich zu folgen und solange die Waffen ruhen zu lassen. Es war ein überaus fantastischer Ritt. Voran ritt der Melek mit dem Bey. Dann folgte Halef und der Engländer beschloss mit mir den kleinen Zug. Der Melek und Lindsay trugen die beiden Fackeln, die den Weg erleuchten sollten. Unter uns lag das bisher nur von höchstens 4 Europäern betretene Tal des Saab im tiefsten, unheimlichen Dunkel. Es lag etwas Heiliges, Unberührbares in dieser tiefen Waldesnacht. Und von jetzt an gab es keinen anderen Laut als nur zuweilen das Schnauben eines unserer Pferde. So kamen wir immer weiter empor, bis wir einen Bergkamm erreichten, wo die beiden Voranreitenden anhielten. Wir sind am Ziel. Wir wandten die Pferde, bei denen Halef und Lindsay zurückbleiben sollten, an die Bäume und dann standen wir an demselben Orte, an dem Ingja während meiner Unterredung mit dem Rui Kulian auf mich gewartet hatte. Ihr solltet die Höhle treten und dann so lange geradeaus gehen, bis ihr Licht findet. Sie gingen und ich ließ mich auf einen Stein nieder. So saß ich eine lange, lange Zeit allein im Dunkel. Meine Gedanken schweiften zurück über Berg und Tal, über Land und Meer zur Heimat. Wie wunderbar hatte mich Gott bis hierher geleitet und beschützt, während ganze große, wohlausgerüstete Expeditionen da zugrunde gegangen und vernichtet worden waren, wo ich die freundlichste Aufnahme gefunden hatte. Woran lag dies? Der Gottesfunken ist dem Menschen niemals vollständig zu ersticken. Und selbst der Wildeste achtet den Fremden, wenn er sich selbst von diesem geachtet sieht. Ausnahmen gibt es überall. Wer Liebe sät, der wird Liebe ernten. Bei den Eskimos wie bei den Papuas. Bei den Ainos wie bei den Butukuden. Dürfte ich doch ein Pionier der Zivilisation, des Christentums sein. Ich würde nicht zurückdrängend oder gar vernichtend unter meine fernen Brüder treten, die ja ebenso Gottes Kinder sind, wie wir stolzen Egoisten. Ich würde jede Form der Kultur und auch den kleinsten ihrer Anfänge schätzen. Es kann ja nicht der eine Sohn Allvaters gerade so wie der andere sein. Und nicht dem Eigennutze, sondern nur der Selbstlosigkeit kann es gelingen, mit wirklichem Erfolge das erhabene Wort zu lernen, das den Frieden predigt und das Heil verkündigt. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
So verging weit über eine Stunde, als ich endlich Schritte hörte. Herr, wir haben den Ruchikuljan gesehen und mit ihm gesprochen. Diese Frau ist eine berühmte Königin. Und was sie zu uns redete, hat unsere Herzen zum Frieden gestimmt. Die Barbarie werden unsere Gäste sein und Lisan dann als unsere Freunde verlassen. Ist dies wirklich so? Es ist so. Mara Durima wird dich morgen hier auf dem Berg nach der Zeit des Mittages erwarten. Denn sie hat dich lieb, als ob du ihr Sohn oder Enkel seist. Jetzt aber lasst uns gehen. Wir verließen den geheimnisvollen Ort, klimmten die Anhöhe empor, fanden den Engländer und Halef und machten uns alle zusammen auf den Rückweg. In Lisan verkündete der Melek mit lauter Stimme, dass aller Kampf zu Ende sei, weil der Ruhikuljan es geboten habe. Und auch der Bey von Qumri brach mit derselben Botschaft zu den Seinigen auf. Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg zur Höhle. Am Berge angekommen, sah ich eine Gestalt rechts von der Höhe herabsteigen. Es war die alte Mara Durima. Verzeih mir, dass ich dich zu mir heraufsteigen ließ. Herr, sieh dieses Haupt an. Es hat nicht mehr das Grau des Alters, sondern das Weiß des Todes. Ich bin ein Geist, der Ruchikuljan. Ich sah den Hohen fallen und den Niedern emporsteigen. Ich sah den Bösen triumphieren und den Guten zu Schanden werden. Ich sah den Glücklichen weinen und den Unglücklichen jubeln. Auch du ringst mit dem Leben, ringst mit den Menschen außer dir und mit dem Menschen in dir selbst. Du bist ein Emir in deinem Lande. Nicht das, was bei euch ein Emir ist. Bei uns gibt es Emire der Geburt, Emire des Geldes, Emire des Wissens und Emire des Leidens, des Duldens und des Ringens. Zu welchen gehörst du? Zu den Letzteren. Bist du reich? Ich bin arm. Ich bin ein unbekannter, einsamer Mann. Aber diese Einsamkeit tut meinem Herzen wohl. Mein Sohn, du bist noch jung. Hat dir Gott bereits solches Leid beschert, dass deine Seele einwärts geht? Wer in der Wüste schmachtet, der lernt den Wert des Tropfens erkennen, der dem Dürstenden das Leben rettet. Mir ist die Gabe der Rede versagt, aber ich muss wuchern mit dem Funde, das Gott mir verliehen hat. Darum lässt es mich in der Heimat nimmer ruhen. Ich muss immer wieder hinaus, um zu lehren und zu predigen. Nicht durch das Wort, sondern dadurch, dass ich jedem Bruder, bei dem ich einkehre, nützlich bin. Ich war der Gast von Christen, Juden, Muslimin und Heiden. Ich ging wieder fort und war reich belohnt, wenn es hinter mir erklang. Dieser Fremdling kannte keine Furcht. Er konnte und wusste mehr als wir und war doch unser Bruder. Er ehrte unseren Gott und liebte uns. Wir werden ihn nie vergessen, denn er war ein guter Mensch, ein wackerer Gefährte. Er war ein Christ. Glaubst du an die Macht der Amulette? Nein. Aber dennoch habe ich dir eins gemacht. Willst du es tragen? Als Andenken an dich, ja. So nimm es. Es hilft nicht, solange es geschlossen ist. Aber wenn du einmal eines Retters bedarfst, so öffne es. Der Ruchikuljan wird dir dann beistehen, auch wenn er nicht an deiner Seite ist. Ich danke dir. Verlass mich jetzt. Ich wollte hinab nach Lisan gehen, aber ich steige nochmals zurück, um zu warten, bis mein Herz wieder ruhig schlägt. Ich achtete diesen Wunsch und ging.
Der Rand desselben reichte nur wenig bis über die Knie herab und ließ ein paar gespenstische Gehwerkzeuge sehen, deren Aussehen vermuten ließ, dass sie bereits seit langen Jahren nicht mehr gewaschen worden seien. Du bist kein Kurde. Ich bin ein Christ aus dem fernen Abendlande. Ich bin über Mussol und Ahmadiyya in dieses Land gekommen. Über Ahmadiyya? Wann warst du dort? Vor kurzer Zeit. Hast du dort vielleicht einen Mann gesehen, der ein Emir und ein Hekim aus dem Abendlande war? Ich habe ihn gesehen. Er hat ein Mädchen gesund gemacht, welches Gift gegessen hatte. Ich bin der Mann, nach dem du fragst. Wen trafst du in dem Hause der Kranken, welche Gift gegessen hatte? Ich traf dort Mara Durima. Sie hat mir gesagt, wenn ich hier in Not kommen werde, so solle ich nach dem Rui Kulian fragen. Du bist, Herr. Du bist der Freund von Mara Durima. Ich werde dir helfen. Ich werde dich beschützen. Fort war sie. Dies war heute bereits zum dritten Male, dass ich die wunderbare Wirkung von dem Namen Mara Durima erlebte. Welche Macht besaß dieses geheimnisvolle Weib? Es dauerte eine Weile, dann hörte ich leises Geflüster und dann verdunkelte sich der Eingang. Das ist Inkscha, welche dich führen wird. Inkscha heißt Perle. Dieser Name war vielversprechend. Inkscha ist eine der Töchter von Nietzsche Bey. Er ist es, der dich hier gefangen hält. Die Tochter ist anders als der Vater, Herr. Sie ist der Liebling Mara Durimas. Und ich habe mit ihr gesprochen. Gleich der erste Blick auf die Eingetretene sagte mir, dass der Name Inkscha hier ganz an seinem Platze sei. Das Mädchen mochte 19 Jahre zählen, war hochgebaut und von so kräftigen Körperformen, dass sie ohne Bedenken die Frau eines Flügelmannes aus der alten preußischen Riesengarde hätte werden können. Dennoch war das Gesicht ein mädchenhaft weiches und hatte jetzt dem Fremden gegenüber sogar einen sehr bemerkbaren Anflug von Schüchternheit. Salam, Emir. Salam. Sie trat zu mir heran und löste meine Fesseln. Madana hat mir alles erzählt. Ich bin ein armes, geringes Mädchen, dessen Vater dich noch dazu tödlich beleidigt hat. Vielleicht verzeih ich ihm um deinetwillen. Nicht um meinet, sondern um meiner Mutter willen. Er ist nicht mein rechter Vater. Der erste Mann meiner Mutter ist gestorben. Ich werde dich zum Ruhi Kulian geleiten. Wann wird dies geschehen? Jetzt sofort. Gerade um Mitternacht muss man auf dem Berge sein. Er befindet sich in einer Höhle? Ja. Kennst du Mara Durima? Ich kenne sie, seit ich lebe. Woher stammt sie? Die meisten erzählen, dass sie eine Fürstin aus dem alten Geschlechte der Könige von Lisan sei. Das war ein mächtiges Geschlecht. Und ganz Tiari und Choma war ihm untertan. Da aber wandten sie sich dem Propheten von Medina zu. Und der Herr schüttelte die Wolken seines Zornes über sie aus. Sie wurden verstreut in alle Lande. Nur Mara Durima war ihrem Gott treu geblieben. Und er hat sie gesegnet. Mit einem hohen Alter. Andere sein. Und nicht dem Eigennutze, sondern nur der Selbstlosigkeit kann es gelingen, mit wirklichem Erfolge das erhabene Wort zu lernen, das den Frieden predigt und das Heil verkündigt. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. So verging weit über eine Stunde, als ich endlich Schritte hörte. Herr, wir haben den Ruhi Kulian gesehen und mit ihm gesprochen. Diese Frau ist eine berühmte Königin. Und was sie zu uns redete, hat unsere Herzen zum Frieden gestimmt. Die Berberie werden unsere Gäste sein und Lisan dann als unsere Freunde verlassen. Ist dies wirklich so? Es ist so. Mara Durima wird dich morgen hier auf dem Berg nach der Zeit des Mittages erwarten. Denn sie hat dich lieb, als ob du ihr Sohn oder Enkel seist. Jetzt aber lasst uns gehen. Wir verließen den geheimnisvollen Ort, klimmten die Anhöhe empor, fanden den Engländer und Halef und machten uns alle zusammen auf den Rückweg. In Lisan verkündete der Melek mit lauter Stimme, dass aller Kampf zu Ende sei, weil der Rui Kulian es geboten habe. Und auch der Bey von Qumri brach mit derselben Botschaft zu den Seinigen auf. Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg zur Höhle. Am Berge angekommen sah ich eine Gestalt rechts von der Höhe herabsteigen. Es war die alte Mara Durima. Verzeih mir, dass ich dich zu mir heraufsteigen ließ. Herr, sieh dieses Haupt an. Es hat nicht mehr das Grau des Alters, sondern das Weiß des Todes. Ich bin ein Geist, der Ruch Ikulian. Ich sah den Hohen fallen und den Niedern emporsteigen. Ich sah den Bösen triumphieren und den Guten zu Schanden werden.
Ich sah den Glücklichen weinen und den Unglücklichen jubeln. Auch du ringst mit dem Leben, ringst mit den Menschen außer dir und mit den Menschen in dir selbst. Du bist ein Emir in deinem Lande. Nicht das, was bei euch ein Emir ist. Bei uns gibt es Emire der Geburt, Emire des Geldes, Emire des Wissens und Emire des Leidens, des Duldens und des Ringens. Zu welchen gehörst du? Zu den Letzteren. Bist du reich? Ich bin arm. Ich bin ein unbekannter, einsamer Mann. Aber diese Einsamkeit tut meinem Herzen wohl. Mein Sohn, du bist noch jung. Hat dir Gott bereits solches Leid beschert, dass deine Seele einwärts geht? Wer in der Wüste schmachtet, der lernt den Rat des Geldes, Emire des Wissens und Emire des Leidens, des Duldens und des Ringens. Zu welchen gehörst du? Zu den Letzteren. Bist du reich? Ich bin arm. Ich bin ein unbekannter, einsamer Mann. Aber diese Einsamkeit tut meinem Herzen wohl. Mein Sohn, du bist noch jung. Hat dir Gott bereits solches Leid beschert, dass deine Seele einwärts geht? Wer in der Wüste schmachtet, der lernt den Wert des Tropfens erkennen, der dem Dürstenden das Leben rettet. Mir ist die Gabe der Rede versagt, aber ich muss wuchern mit dem Funde, das Gott mir verliehen hat. Darum lässt es mich in der Heimat nimmer ruhen. Ich muss immer wieder hinaus, um zu lehren und zu predigen. Nicht durch das Wort, sondern dadurch, dass ich jedem Bruder, bei dem ich einkehre, nützlich bin. Ich war der Gast von Christen, Juden, Muslimin und Heiden. Ich ging wieder fort und war reich belohnt, wenn es hinter mir erklang. Dieser Fremdling kannte keine Furcht. Er konnte und wusste mehr als wir und war doch unser Bruder. Er ehrte unseren Gott und liebte uns. Wir werden ihn nie vergessen, denn er war ein guter Mensch, ein wackerer Gefährte. Er war ein Christ. Glaubst du an die Macht der Amulette? Nein. Aber dennoch habe ich dir eins gemacht. Willst du es tragen? Als Andenken an dich, ja. So nimm es. Es hilft nicht, solange es geschlossen ist. Aber wenn du einmal eines Retters bedarfst, so öffne es. Der Ruhi Kulian wird dir dann beistehen, auch wenn er nicht an deiner Seite ist. Ich danke dir. Verlass mich jetzt. Ich wollte hinab nach Lisan gehen, aber ich steige nochmals zurück, um zu warten, bis mein Herz wieder ruhig schlägt. Ich achtete diesen Wunsch und ging. Sein Pferd auf die Hinterbeine nieder und schlug dem Tiere dann den Fuß mit solcher Gewalt an den Bauch, dass es erschrocken wieder emporprallte. Diese beiden Bewegungen folgten so schnell aufeinander, dass der Kaya augenblicklich abgeschleudert wurde. Ehe er sich erheben konnte, hatte ich ihm die Flinte und das Messer entrissen und erwartete seinen Angriff. Ich zermalme dich! Ich hob nur den Fuß bis zur Gegend seiner Magengrube, ein Tritt und er überschlug sich rückwärts zur Erde nieder. Ich bin gewohnt, mir Gehör zu verschaffen. Das merke dir, Kaya. Herr, ich werde tun, was du verlangst. Aber glaube nicht, dass wir von einem Fremden einen schlechten Rat annehmen werden. Er gab die nötigen Befehle und nun kam reges Leben in die Leute. Dabei hatte ich Zeit, einige Worte mit Mohammed Emin zu sprechen. Sidi, ich danke dir, dass du diesem Kaya gezeigt hast, dass wir Männer sind. Dieser Kaya muss ein berüchtigter Dieb und Räuber sein, weil sie solchen Respekt vor ihm haben. Nun, du siehst, dass sie mich nicht weniger achten, obgleich ich kein Dieb und Räuber bin. Wenn er mich beleidigt, schlage ich ihm ins Gesicht.
Das ist das ganze Geheimnis der Scheu, die sie vor mir haben. Und das merke dir, Mohammed. Nicht die Faust allein tut es, sondern wer einen guten, fruchtbaren Hieb austeilen will, bei dem muss zugleich auch der Blick des Auges und der Ton der Stimme ein Schlag sein, der den Gegner niederstreckt. Wir gelangten nun zu der Verhandlung. Rundum waren die Pferde angebunden. Etwa 20 martialische Krieger saßen mit dem Aha in der Mitte des Platzes. Es war ein malerischer Anblick, den diese sonderbar gekleideten Kurden mit ihren so verschieden aufgeschirrten Tieren boten. Herr, wir sind bereit zu hören, was du uns zu sagen hast. Ich sprach nun zu ihnen, als stünde der Bey und der Melek zugleich vor ihnen. Ich sprach von den Gräueln, die sie den Christen angetan hatten und dass diese nun ein ebensolches Recht auf Rache einforderten. Aus welchem Grunde hat der Melek dich überhaupt unter den Schutz seines Hauses genommen? Wer hat dich ihm, dem Melek von Lisan, empfohlen? Mara Durima. Mara Durima? Wo hast du sie getroffen? In Ahmadiyya. Und als du der Alten sagtest, dass du nach Qumri und Lisan gehen würdest, hat sie dich da gewarnt? Vielleicht hat sie dir ein Wort gesagt, welches ich dir nicht nennen darf. Sie sagte, wenn ich in Gefahr komme, so solle ich nach dem Ruh-i-Kulyan fragen. Kaum hatte ich dieses Wort genannt, so stand der Sprecher, welcher sich erst mir so feindselig gesinnt gezeigt hatte, vor mir und reichte mir die Hand entgegen. Emir, das habe ich nicht gewusst. Verzeih mir. Wem Mara Durima dieses Wort gesagt hat, dem darf kein Leid geschehen. Und nun wird deine Rede vor unseren Ohren Achtung finden. Tritt zurück. Wir werden jetzt beraten, nachdem wir alles gehört haben, was ich wissen wollte. Endlich war der Kriegerrat zu einem Entschluss gekommen und ich wurde wieder herbeigerufen. Was soll ich dem Melek sagen? Dass wir die Freiheit unseres Bey verlangen. Dann mag der Bey bestimmen, was geschehen soll. Er muss sofort ausgehen. Ob es ihm dort bürge. Allah sei bei dir, immer da. Der Aha nahm die Gelegenheit, dass ich eben zu Pferde steigen wollte, wahr, um mir den Steigbügel zu halten. Jetzt zog es über sein Gesicht wie Sonnenblick und Wolkenschatten über ein wogendes Fell. Dann öffnete er den Mund, aber da stürzte ihm plötzlich die so lange zurückgehaltene Flut aus den Augen. Er reichte mir die Hand, ich nahm und drückte sie, selbst tief gerührt. Und dann zog er sich eilig in den Flur zurück. Das hatte Mersina abgewartet. Sie trat hervor wie die Sonne aus der Morgenröte. Effendi. Mersina. Hier, nimm meine Hand. Ich danke dir für alles. Lebe wohl, stirb nie und denke an mich, so oft du die lieblichen Zwiebeln schälest, deren Schalen zu verspeisen dir eine Wollust ist. Lebe wohl, du bist der Großmütigste. Mehr hörte ich nicht. Ich ritt schnell davon, gefolgt von meinem Hunde. Die Gefährten waren eben erst zum Tore hinaus, als ich sie einholte. Wir erreichten die kleine Lichtung mit der hohlen Eiche, in der wir für Ahmad das Versteck hergerichtet hatten. Ahmad kletterte herunter und wir verweilten keinen Augenblick, da es uns allen darauf ankam, noch heute eine gute Strecke Weges zwischen uns und Ahmadiyya zu legen. Das Tal von Berveri wird bewohnt teils von Berveri-Kurden, teils von nestorianischen Christen. Doch sind die Dörfer der letzteren meist verlassen. Kala Qumri, das auf einem isolierten Felsen liegt, ist eigentlich nur ein schwaches, aus Lehm erbautes Fort. Es wird aber von den Kurden für eine sehr starke Festung gehalten. Als wir durch das enge Tor des Ortes ritten, konnte ich mich eines Grauens nicht erwehren, bei dem Anblick der Residenz des berüchtigten Abdel Sumit Bey, der in Verbindung mit Bedachan Bey und Nurala Bey die christlichen Bewohner von Tiari zu Tausenden hingemordet hatte. Der Ort sah sehr kriegerisch aus. Die engen Gassen waren von bewaffneten Kurden so belebt, dass die Mehrzahl dieser Leute wohl nicht zu den Bewohnern von Qumri gehören konnte. Wir erkundigten uns nach dem Bey und man führte uns vor ein langes, unscheinbares Gebäude, dessen Ausdehnung allein verriet, dass es die Wohnung eines Anführers sei. Wir fanden den Bey in einem großen Empfangsraume, bis zu dessen Türe er uns entgegenkam. Der Bey machte nicht den Eindruck eines halbwilden Anführers von Räubern und Pferdedieben. Seine Züge waren bei aller Männlichkeit doch weich und sanft. Sei mir willkommen, Emir. Du bist mein Bruder und deine Gefährten sind meine Freunde. Wir nahmen Platz, während die anderen stehen blieben. Bey, befiehl deinen Leuten, dass sie sich setzen. Sie sind nicht Türken und Perser, sondern freie Kurden, die nur zum Gruße sich zu erheben brauchen. Khan der Kersch, ich sehe, dass du ein Mann bist, welcher die Kurden kennt und ehrt. Ich werde ihnen erlauben, sich niederzulassen. Er gab ihnen ein Zeichen und die Blicke, welche sie sich beim Niedersetzen zuwarfen, sagten mir, dass sie meine Höflichkeit anerkannten. Dieser Mann ist Mohammed Emin, der Sheikh der Hadidin.
Und dieser ist Amad al-Randur, sein Sohn. Wer ist dieser andere? Mein Diener, Hachi Halef Umar. Und dieser? Sir David Lindsay, mein Freund. Dittes Pferd, dem man Sattel und Zaum abgenommen hatte. Der spärliche Graswuchs und das niedrige Gestrüpp war zertreten. Auch das mit Blut bespritzte Gestein zeigte, dass hier ein Kampf stattgefunden habe. Kaum aber hatten wir 100 Schritte gemacht, so raschelte es in den Bäumen und Sträuchern der Talwand. Und wir sahen uns augenblicklich von einer Menge Gestalten umringt, die alle bewaffnet waren. An Gegenwehr war nicht zu denken. Wir wurden talabwärts geführt. Dujan, mein Hund, schritt, die Augen immer auf mich gerichtet, neben mir her. Er hatte keinen der Feinde angegriffen, weil ich mich ruhig verhalten hatte. An einem Bache lagerten wohl gegen 600 Krieger in vielen Gruppen beieinander, während ihre Pferde in der Umgebung weideten. Wir wurden zu der größten Gruppe geführt, in deren Mitte ein kräftig gebauter Mann saß, welcher unseren Begleitern zunickte. Meine Augen richteten sich von ihm ab und auf eine andere Gruppe. Dort saßen der Bey von Qumri, Amad al-Randur und Halef nebst mehreren Kurden unbewaffnet und rings von Wächtern umgeben. Aber keiner von ihnen war gebunden. Sie hatten die Geistesgegenwart, sich bei unserem Anblick ruhig zu verhalten. Steigt ab. Kommt näher. Ich kenne dich. Bist du nicht der Mann, der mit den Hadedin gegen ihre Feinde kämpfte? Ich bin es. Bist du nicht der Mann, der Amad al-Randur aus dem Gefängnis von Ahmadiyya befreite? Das tat ich. Hast du nicht ein Mädchen in Ahmadiyya gesund gemacht, welches Gift gegessen hat? Ja, auch das weißt du? Ihre Ahne heißt Maradurima. Sie war bei mir und hat mir viel von dir erzählt, was sie mit den Ihrigen von deinem Diener erfahren hat, der dort sich unter den Gefangenen befindet. Sie wusste, dass du vielleicht in unsere Gegend kommen würdest. Und hat mich gebeten, dann dein Freund zu sein. Ich bin hier der Melek. Wie kannst du wissen, dass gerade ich dieser Mann bin? Hast du nicht gestern in Qumri von euch erzählt? Wir haben einen Freund dort, der uns alles berichtet. Darum wussten wir auch von der heutigen Jagd und dass du dabei sein würdest. Was wirst du nun tun? Ich werde dich mit nach Lisan nehmen, damit du mein Gast seist. Und meine Freunde? Dein Diener, der Scheik Mohammed Amin und Amad al-Randur werden frei sein. Aber der Bey? Er ist mein Gefangener. Unsere Versammlung wird über ihn beschließen. Werdet ihr ihn töten? Das ist möglich. So kann ich nicht mit dir gehen. Warum nicht? Ich bin der Gast des Bey. Sein Schicksal ist auch das meinige. Ich werde mit ihm kämpfen, mit ihm siegen oder unterliegen. Maradurima hat mir gesagt, dass du ein Emir bist. Also ein tapferer Krieger. Aber bedenke, dass die Tapferkeit sehr oft in das Verderben führt. Wenn sie nicht auch besonnen ist. Dein Gefährte hat nicht verstanden, was wir sprechen. Rede mit ihm. Und frage ihn, was du beschließen sollst. Dieser wird von einer Menge Gestalten umringt, die alle bewaffnet waren. An Gegenwehr war nicht zu denken. Wir wurden talabwärts geführt. Dujan, mein Hund, schritt, die Augen immer auf mich gerichtet, neben mir her. Er hatte keinen der Feinde angegriffen, weil ich mich ruhig verhalten hatte. An einem Bache lagerten wohl gegen 600 Krieger in vielen Gruppen beieinander, während ihre Pferde in der Umgebung weideten. Wir wurden zu der größten Gruppe geführt, in deren Mitte ein kräftig gebauter Mann saß, welcher unseren Begleitern zunickte. Meine Augen richteten sich von ihm ab und auf eine andere Gruppe. Dort saßen der Bey von Qumri, Amad al-Randur und Halef nebst mehreren Kurden unbewaffnet und rings von Wächtern umgeben. Aber keiner von ihnen war gebunden. Sie hatten die Geistesgegenwart, sich bei unserem Anblick ruhig zu verhalten. Steigt ab. Kommt näher. Bist du nicht der Mann, der mit den Hadedin gegen ihre Feinde kämpfte? Ich bin es. Bist du nicht der Mann, der Amad al-Randur aus dem Gefängnis von Ahmadiyya befreite? Das tat ich. Hast du nicht ein Mädchen in Ahmadiyya gesund gemacht, welches Gift gegessen hat? Ja, auch das weißt du. Ihre Ahne heißt Maradurima. Sie war bei mir und hat mir viel von dir erzählt, was sie mit den Ihrigen von deinem Diener erfahren hat, der dort sich unter den Gefangenen befindet. Sie wusste, dass du vielleicht in unsere Gegend kommen würdest. Und hat mich gebeten, dann dein Freund zu sein. Ich bin hier der Melek. Wie kannst du wissen, dass gerade ich dieser Mann bin? Hast du nicht gestern in Qumri von euch erzählt? Wir haben einen Freund dort, der uns alles berichtet. Darum wussten wir auch von der heutigen Jagd und dass du dabei sein würdest.
Was wirst du nun tun? Ich werde dich mit nach Lisan nehmen, damit du mein Gast seist. Und meine Freunde? Randine, der Scheik Mohammed Amin und Ahmad al-Randur werden frei sein. Aber der Bey? Er ist mein Gefangener. Unsere Versammlung wird über ihn beschließen. Werdet ihr ihn töten? Das ist möglich. So kann ich nicht mit dir gehen. Warum nicht? Ich bin der Gast des Bey. Sein Schicksal ist auch das meinige. Ich werde mit ihm kämpfen, mit ihm siegen oder unterliegen. Maradurima hat mir gesagt, dass du ein Emir bist. Also ein tapferer Krieger. Aber bedenke, dass die Tapferkeit sehr oft in das Verderben führt. Wenn sie nicht auch besonnen ist. Dein Gefährte hat nicht verstanden, was wir sprechen. Rede mit ihm. Und frage ihn, was du beschließen sollst. Diese Aufforderung kam mir ungemein erwünscht, denn sie gab mir Gelegenheit, mich mit dem Engländer zu verständigen. Was gibt es? Der Melek kennt uns. Wir sollen als seine Gastfreunde mit nach Lisan gehen. Well, very good. Aber dann handeln wir undankbar an den Bey. Er bleibt gefangen und wird vielleicht getötet. Ah. Leg los. Judy, du bist ein gefährlicher Mensch. Du irrst. Ich bin ein friedfertiger Mensch, aber ein gefährlicher Feind. Ihr sollt meine Gäste sein. Auch der Bey. Auch er. Er stand auf und kehrte in das Haus zurück. Dieser Mann war mir nicht mehr gefährlich. Und auch den Mienen der anderen sah man es an, dass unser Verhalten nicht ohne tiefen Eindruck geblieben sei. Dem Mutigen gehört die Welt und Kurdistan gehört ja auch zu derselben. Die Nacht verging ohne jede Störung und am Morgen brachen wir auf und gelangten bald an den Ort unserer Bestimmung. Die elenden Häuser und Hütten, aus denen Lisan besteht, liegen zu beiden Seiten des Saab, der hier sehr reißend ist. Und die Brücke, die ihn überspannt, ist aus rohem Flechtwerk gefertigt und mittels großer, schwerer Steine über einige Pfeiler befestigt. Das Haus des Melek, wo wir absteigen wollten, lag auf dem linken Ufer des Saab. Es war ganz nach kurdischer Art, aber halb in das Wasser des Flusses hineingebaut, wo der kühlende und stärkere Luftzug die Mücken verscheuchte, an denen diese Gegenden leiden. Der Raum, den man uns zuwies, war groß und nach allen Seiten offen. Eine Frau trat in den Raum, die Gestalt vom Alter weit vorn übergebeugt. Du bist wirklich so, wie du mir beschrieben wurdest. Wie ist dies möglich? Maradurima erzählte mir von dir. Sie hat mich besucht, als sie von Ahmadiyya kam. Sie hat mir von dir erzählt. Der Bey von Kumri. Welcher ist das? Der Mann dort. Er hört und versteht dann jedes deiner Worte. Die anderen aber reden nicht die Sprache des Landes. Er mag hören und verstehen, was ich sage. Hast du gehört von Beda Khan Bey? Von Zeynek Bey? Von Nurala Bey? Und von Abd el-Samit Bey, den vier Mördern der Christen? Sie fielen von allen Seiten über uns her, diese kurdischen Ungeheuer. Sie zerstörten unsere Häuser, vernichteten unsere Ernten, entweihten unsere Gotteshäuser, mordeten unsere Männer und Jünglinge, zerfleischten unsere Knaben und Mädchen und hetzten unsere Frauen und Jungfrauen, bis sie sterbend niederstürzten. Die Wasser des Flusses waren gefärbt von dem Blute der unschuldigen Opfer. Ein einziger, fürchterlicher Schrei tönte durch das ganze Land. Es war der Todesschrei von vielen tausend Christen. Und nun sitzt der Sohn eines dieser Ungeheuer hier im Hause des Melek von Lisan. Glaubst du, dass er Gnade finden wird? Das steht in Gottes Hand. Sie erhob sich mit mir und hing sich an meinen Arm. Wir verließen das luftige Gemach und stiegen die Treppe nieder, die in das untere Geschoss führte. Hier trennte sich die Alte von mir und ich trat hinaus auf den freien Raum vor dem Hause, wo eine... Mit seinen Begleitern. Und er soll hierher kommen. Dann hört, was ich euch noch zu sagen habe. Ehrlich habe ich gegen euch gehandelt und werde dies auch gegen den Melek tun. Ich werde ihn zu keinem Zugeständnis bereden, welches ihm Schaden bringt. Und vor allem merkt euch dies, dass der Bey sofort getötet wird, wenn ihr diesen Ort verlasst, ehe der Friede vollständig geschlossen ist. Ich stieg aufs Pferd, Mohammed Emin ebenso. Wir verließen den Platz und kein Kurde begleitete uns. Unsere Pferde gingen einen schnellen Schritt und wir hatten beinahe den Fluss erreicht, als ich zur Seite von uns ein verdächtiges Rascheln zu vernehmen glaubte. Sofort nach dem Doppelknalle rannte das Pferd des Kollegen mit seinem Reiter durch die Büsche. Auf das meinige hatte man besser gezielt. Es brach augenblicklich zusammen. Ich stürzte mit und kam halb unter das Pferd zu liegen und verlor das Bewusstsein.
Als ich mit schmerzendem Kopfe erwachte, lag ich an einen Pfahl angebunden auf der gestampften Erde eines kahlen, viereckigen, roh aufgemauerten Raumes, der das Innere eines Turmes zu sein schien. Vor mir, im Dämmerschein eines glimmenden Kienspans, hockte ein altes Weib und schlürfte mit den Fingern aus einem alten, zerbrochenen Scherben etwas, das wie halb aus Tischlerleim und halb aus Regenwürmern oder Blutegeln zu bestehen schien. Der Alten selbst entströmte eine Atmosphäre, welche aus den Gerüchen von Knoblauch, faulen Fischen, toten Ratten, Seifenwasser und verbranntem Hering sich zusammensetzte. Gekleidet war diese schöne Bewohnerin des Saabtales in einen kurzen Rock, den man bei uns wohl kaum als Scheuerlappen hätte benutzen mögen. Der Rand desselben reichte nur wenig bis über die Knie herab und ließ ein paar gespenstische Gehwerkzeuge sehen, deren Aussehen vermuten ließ, dass sie bereits seit langen Jahren nicht mehr gewaschen worden seien. Du bist kein Kurde. Ich bin ein Christ aus dem fernen Abendlande. Ich bin über Mussol und Ahmadiyya in dieses Land gekommen. Über Ahmadiyya? Wann warst du dort? Vor kurzer Zeit. Hast du dort vielleicht einen Mann gesehen, der ein Emir und ein Hekim aus dem Abendlande war? Ich habe ihn gesehen. Er hat ein Mädchen gesund gemacht, welches Gift gegessen hatte. Ich bin der Mann, nach dem du fragst. Wen trafst du in dem Hause der Kranken, welche Gift gegessen hatte? Ich traf dort Mara Durima. Sie hat mir gesagt, wenn ich hier in Not kommen werde, so solle ich nach dem Rui Kulian fragen. Du bist, Herr. Du bist der Freund von Mara Durima. Ich werde dir helfen. Ich werde dich beschützen. Fort war sie. Dies war heute bereits zum dritten Male, dass ich die wunderbare Wirkung von dem Namen Mara Durima erlebte. Welche Macht besaß dieses geheimnisvolle Weib? Es dauerte eine Weile, dann hörte ich leises Geflüster und dann verdunkelte sich der Eingang. Das ist Inksha, welche dich führen wird. Inksha heißt Perle. Dieser Name war vielversprechend. Inksha ist eine der Töchter von Nitya Bey. Er ist es, der dich hier gefangen hält. Die Tochter ist anders als der Vater, Herr. Sie ist der Liebling Mara Durimas. Und ich habe mit ihr gesprochen. Gleich der erste Blick auf die Eingetretene sagte mir, dass der Name Inksha kommen soll. War es in Frieden oder war es in Feindseligkeit, dass er mich kommen ließ? Ich beschloss, mich auf Letzteres vorzubereiten. Die beiden Revolver waren geladen. Emir, ich danke dir, dass du gekommen bist. Mütteselim, ich bin dein Freund. Ich führte den Makretsch, dessen Festnehmung dir Ehre und Beförderung in Aussicht stellt, in deine Hände. Ich gab dir Arznei, um deine Seele zu erfreuen. Was kann ich noch für dich tun? Draußen steht der Bastausch, der nach Mussol gehen soll. Sage mir, was ich dem Anadoli Kassias Kedi über den entsprungenen Gefangenen schreiben soll. Denkst du, dass ich schreiben könnte, er sei gestorben? Das ist deine Sache. Würdest du mich verraten? Ich habe keinen Grund dazu, solange du mein Freund bist. Hast du schon das Verzeichnis von den Sachen fertig, welche der Makretsch bei sich hat? Ja, es ist fertig. Und von mir und dem Selim A. unterzeichnet. Und du hast eine Unterschrift vergessen, Mütterselim. Hä? Ja, man könnte mich in Mussol oder Stambul über diese Sache befragen. So wird es besser sein, ich unterzeichne mich jetzt. Es ist schon verschlossen. Das macht nichts. Ich unterschreibe auf der Rückseite. Ich hole es selbst. Der Mütterselim ging und kehrte alsbald zurück und hielt ein versiegeltes Schreiben in der Hand. Ich nahm es, um mich zu überzeugen, dass es auch das Rechte sei. Ich drückte die langen Bauchseiten zusammen, sodass sich eine Röhre bildete, in deren Inneres ich blicken konnte. Ich sah nur wenige einzelne Wörter, gleichwohl aber tat ich, als ob ich alles sähe. Mütterselim, du wirst dieses Schreiben öffnen müssen, du hast dich sehr verschrieben. Herr, diese Angelegenheit ist nicht die deinige, sondern die meinige. Gut. Aber du versprachst mir 5.000 Piaster, auf welche noch 2.000 zu legen sind, weil das Papiergeld keinen vollen Wert besitzt. Wo ist diese Summe? Du hast ja gar nichts zu bekommen. Also gut. Ich trete meinen Teil an den Padischah ab. Sage also dem Bastausch, dass er nach meiner Wohnung kommen soll, ehe er abreist. Ich werde ihm meinen Bericht an den Anadoli Kasi Askeri mitgeben. Leb wohl, Mütterselim. Wie viel Geld wirst du angeben? 25.000 Piaster. Eine Uhr und 4 Brillantringe. Wie viel willst du davon haben? 2.000 in Gold. Und das ist mein letztes Wort. Ach, Allah, Kedim. Ich kann es nicht. Lebe wohl. Ich ging nach der Türe. Also 2.000 willst du haben? In Gold. Er setzte sich nieder, entnahm der Tasche seiner weiten Hose einen ledernen Beutel und zählte mir 20 Piasterstücke auf den Teppich. Ich rate dir, noch heute die Stadt zu verlassen. Du hast dein Gold. Nun geh, aber komm ja nicht wieder. Mütterselim, spiele keine Komödie mit mir. Sonst lege ich dir die Piaster wieder her und schreibe einen Bericht.
Aber um dir deine Sorge vom Herzen zu nehmen, will ich dir sagen, dass ich noch heute abreise. Jetzt verließ ich ihn und kehrte zu den Gefährten zurück. Die drei saßen kampfgerüstet in der Stube des Engländers beisammen. Ich berichtete ihnen, was vorgefallen war, und gab Halef den Auftrag, die Pferde zu verließen das luftige Gemach und stiegen die Treppe nieder, die in das untere Geschoss führte. Hier trennte sich die Alte von mir und ich trat hinaus auf den freien Raum vor dem Hause, wo eine große Anzahl der Chaldäer versammelt war. Ein Mann stand unter ihnen, dessen Gestalt sofort in die Augen fallen musste. Er war von einem wirklich riesigen Körperbau. Wen suchst du? Er hat keine Zeit für dich. Gehe wieder hinauf. Befiehl deinen Knechten, den Mann, dem du nichts zu gebieten hast. Ich bin Nitya Bey, der Reis von Short. Wirst du gehorchen und wieder nach oben gehen? Knabe, mache dich nicht lächerlich. Knabe. Er schlug nach meinem Kopf. Ich parierte mit dem linken Arme den Hieb und ließ dann meine rechte Faust mit solcher Gewalt an seine Schläfe sausen, dass ich glaubte, sämtliche Finger seien mir zerbrochen. Er stürzte lautlos zusammen und lag steif wie ein Klotz. Judy, was hast du getan? Ach, dieser Mann schlug nach mir. Sage ihm, er soll es ja nicht wieder tun. Sonst werden seine Töchter weinen, seine Söhne klagen und seine Freunde trauern. Ist er tot? Nein, nur ohnmächtig. Beim nächsten Mal aber wird er tot sein. Beim nächsten Mal wird er dich töten. Er gab Anweisung, den Riesen fortzutragen. Es waren dazu 4 Männer notwendig. Und während dies noch geschah, sprengten 2 Reiter im Galopp auf uns zu. Kommen! Wir haben bereits die Berge überschritten! Und kommt mit das Tal hernieder! Wie viele sind hier? Viele! Hunderte! Sofort herrschte eine außerordentliche Aufregung. Aber ein planvolles Handeln gab es nicht. Ich stieg in unseren Raum hinauf, um die Gefährten zu instruieren. Was ist? Die Kurden von Qumri kommen, um uns zu befreien. Sehr gut. Yes, brave boys. Meine Flinte her. Ich werde mit reinschlagen. Well. Also, der wird halt. Wo wollt ihr hin? Hinaus, um zu unterhandeln und die Sache vielleicht im Guten beilegen zu helfen. Darf ich nicht mit? Nein. Halef. Ja, Sidi. Ich überantworte dir mein Pferd. Ich möchte das Leben dieses wertvollen Tieres nicht in Gefahr. Nimm das meinige. Es wird leichter zu ersetzen. Judy, du wirst nichts ohne meinen Willen tun? Nein, Bay. Ich werde entweder selbst kommen oder dich holen lassen. Damit nahm ich meine Waffen, stieg hinab und sprang in den Sattel. Der Platz vor dem Hause war leer geworden. Nur der Melek wartete auf mich. Es gibt nur einen Weg, den du jetzt einschlagen kannst. Du unterhandelst mit ihm. Durch mich. Ich ritt los und befand mich bald ganz allein, da auch Dujan bei Halef zurückgeblieben war. Ich war aber noch gar nicht weit gekommen, als ich recht wohl bemerkte, dass mehrere Gestalten herbeikamen, die aber hinter den Bäumen verborgen bleiben wollten. Es waren Kurden, die zu denjenigen gehörten, die gestern dem Melek glücklich entkommen waren. Sie erkannten auch mich sogleich wieder und brachten mich zu ihrem Anführer. Bei ihm befand sich zu meiner großen Freude auch Mohammed Emin. Alhamdulillah! Preis sei Gott, der mir die Gnade gibt, dich wiederzusehen. Aber du bist entflohen, ohne dein Pferd mitzunehmen. Re befindet sich in der Obhut von Haji Halef Omar. Du bist nicht entflohen? Nein. Ich komme als der Abgesandte des Bey von Qumri und des Melek von Lisan. Wo ist der Mann, der hier zu gebieten hat? Ich bin es, der Raisi Chalasha. Ich sah mir den Mann scharf an. Er saß auf einem stark knochigen, zottigen Pferde. Er war sehr lang und außerordentlich hager gebaut. Wer bist du? Es ist Kara Benemsi Emir, von dem ich dir erzählt habe.